Faschingssonntag, 19. Februar, 11 Uhr früh, 1. Wiener Bezirk. Seit einem halben Jahr ist ein Auftritt Joachim Gaucks im kleinen Theater in der Walfischgasse geplant. Er ist auf Werbetour für seine spannende Biografie. Unvermutet bekommt der Auftritt höchste Aktualität. Kamerateams und Reporter erwarten Gauck, der Theatersaal ist bummvoll. Zwei Tage zuvor ist Christian Wulff als deutscher Bundespräsident zurückgetreten. Jener Mann, dem Gauck vor zwei Jahren in der deutschen Bundesversammlung als Kandidat von Rot-Grün unterlegen ist. Gauck hat noch keine Ahnung, dass ihn 12 Stunden später Angela Merkel nach einem Krach mit dem Koalitionspartner FDP zum überparteilichen Präsidentschaftskandidaten nominieren wird. Als Kandidat von Schwarz, Gelb, Rot und Grün. Im Gespräch mit dem ehemaligen ORF-Journalisten Peter Huemer vollführt Joachim Gauck einen gekonnten Seiltanz rund um das Thema Bundespräsident. Das Publikum bekommt darüber hinaus einen guten Eindruck davon. Was ist das für ein Mann, der, wie wir inzwischen wissen, Staatsoberhaupt des großen Nachbarn werden wird? Stadttheater Walfischgasse aus der Reihe im Gespräch mit Peter Huemer. Einen schönen Vormittag, meine Damen und Herren. Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass wir diesen Termin vor einem halben Jahr so festgelegt haben, dass das Gespräch 2 Tage nach dem Rücktritt des deutschen Bundespräsidenten stattfindet, dann werden Sie es mir ja doch nicht glauben. Sagen wir daher so, es hat sich gut gefügt. Vor 1,5 Jahren sind die Erinnerungen von Joachim Gauck erschienen. Winter im Sommer, Frühling im Herbst. Hinter diesem Titel, Herr Gauck, verbergen sich 2 zentrale Erfahrungen Ihres Lebens. Ja, eine dunkle und eine helle. Ich bin als Kind mit der Nase draufgestoßen, dass ich in einem besonderen System lebte, eben nicht in einer Demokratie, sondern in einer Diktatur, die sich neu fügte nach Moskauer Vorbild. Und das passierte konkret so, dass mein Vater, als ich 11 war, abgeholt wurde, wie man das damals nannte. Er verschwand also. Irgendjemand hatte ihn weggeholt. Irgendjemand, das waren in der Regel dann keine Kriminellen, die Menschen entführten, sondern es waren die Staatskriminellen von den Geheimdiensten. Mein Vater ist bei den Sowjets gelandet, die noch bis in die Zeit der selbstständigen DDR seit dem Kriege eine eigene Gerichtsbarkeit, Militärgerichtsbarkeit dort vorhielten. Und das hatte dann kurz nach dem Kriege schon gar nichts mehr mit Kriegsverbrechen oder derartigem zu tun, sondern es konnten dort halbe Schulklassen aus Sachsen plötzlich in einem Straflager verschwinden, kurioserweise. Häufig sogar in Buchenwald oder Sachsenhausen, die Nazi-KZs, die die Russen unmittelbar nach dem Kriege weitergeführt haben. Und so wie oppositionelle Jugendliche konnten auch Berufstätige, die irgendwie einen Scherz gemacht hatten über die Kommunisten oder unangepasste Leute oder auch harmlose Mitglieder der kommunistischen, also der SED, der Partei, die missliebig waren, konnten auch denunziert werden und verschwinden. Und in der Zeit des Stalinismus war man dann weg. Also es gab geheime Verfahren. Meine Familie wurde 2,5 Jahre überhaupt nicht benachrichtigt. Meine Mutter und meine Großmutter, ich beschreibe das in dem Buch, konnten hinrennen, wo sie wollten. Ja, niemand wusste irgendetwas, woher sollten sie es wissen? Tatsächlich war er zu 2x25 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden, in einem Verfahren, wo es keine Anwälte gab und keine Zeugen, sondern nur 3 Offiziere, die machten das routinemäßig. Sie konnten auch gerne zum Tode verurteilen und ich nenne hier Namen in dem Buch von Rostocker Studenten, einer davon, Arno Esch, ist mit 23 Jahren in Moskau erschossen, weil er eine liberale Hochschulpolitik machte, was sogar erlaubt war. Es gab eine liberaldemokratische Partei. Und also für nichts. Und diese Erfahrung, wenn man die sehr früh macht, wird man auch sehr früh politisch. In einem Alter, in dem andere Fußball spielen oder Fahrrad fahren oder Höhlen bauen, weiß der Kuckuck, beschäftige ich mich mit Politik, höre politische Sendungen im Radio, höre zu, wenn die Erwachsenen schimpfen und resonieren. Und da prägt sich natürlich dann auch eine Anti-Haltung. Und das ist das eine. Das Dunkle, mein Vater hat das überlebt, 55 war Stalin, 2 Jahre tot,
Und da kommen diese Menschen zurück, die letzten Kriegsgefangenen übrigens auch. Und an diese Kriegsgefangenentransporte werden dann diese weggefangenen Menschen mit angehängt, sodass ich dann im Frühherbst 1955 den Vater wiedersehe. Meine jüngste Schwester kannte ihn gar nicht. Und ja, das war nun eine bittere Zeit, die allerdings uns ganz fest, ja, ich will es mal so formulieren, zu einem humanen Antikommunismus gebracht hat. Denn es gibt ja zweierlei Antikommunismus. Einen, der entsteht aus konservativem Übermut oder schwarzreaktionärer Gesinnung, aber der interessantere Antikommunismus entsteht aus Leiden, aus Rechtsferne und aus einem humanen Protest gegen die Wegnahme von Würde und Rechten der Menschen. So erfahre ich eine solche Prägung, nicht? Und dass dann 1989 ein Frühling im Herbst kommt, diese Montagsdemonstrationen in Leipzig, die wir in Mecklenburg, wir sind da oben etwas, wie man dort sagt, langtörsch. Das heißt, es geht alles ein bisschen langsamer. Bismarck wollte nach Mecklenburg, wenn die Welt untergeht, sein Diktum, dort passiert alles 50 Jahre später. Ne? Also das ist meine Heimat. Und dieser Menschenschlag war nun inzwischen auch durch zwei Diktaturen gegangen, aber dieses langsame Naturell hat sich doch ein bisschen erhalten. Und unsere Revolution kam etwas schneller in Gang als die in Sachsen. Aber das war natürlich unglaublich, dass sowohl mein Vater als auch ich nun erleben konnten, dass wir etwas tun können. Entschuldigung, Ihr Vater hat das noch erlebt? Er hat das erlebt, total engagiert und fand das natürlich auch großartig, dass sein Sohn dann dort praktisch in der Heimatstadt Rostock, wo er lebte, an der Spitze der Bewegung stand. Ich war Sprecher des Neuen Forums und dadurch kam ich da in eine führende Rolle. Ich bin hinterher in manche Ehrungen geraten, verdient oder unverdient, und habe viele glückliche Momente gehabt. Aber das zu erleben, Befreiung zu erleben, an die man nicht mehr geglaubt hat, das ist so etwas Hinreißendes und Schönes. Man hatte damals den Eindruck, man spürt seine körperlichen Gebrechen nicht mehr. Man fliegt, statt dass man geht. Und es fallen einem 100 Sachen ein. Die Leute fangen an, die trägen, angepassten Typen fangen an, sich zu organisieren in kleinen Gruppen. Da denken sie nach, wie soll die Schule aussehen? Wie schreiben wir mal eine Verfassung? Also sowas Großartiges, ja, das möchte man direkt öfter erleben. Ja. Ja, wir kommen darauf natürlich noch, aber jetzt hat Herr Gauck vorgeschlagen, dass wir am Anfang die Fragen erledigen, auf die er sowieso nicht antworten wird, nur damit es erledigt ist. Ich bin eigentlich relativ ruhig und natürlich bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe jetzt ein schönes Leben, wissen Sie? Ein sehr, sehr schönes Leben. Ich muss niemanden fragen, über welche Themen ich jetzt sprechen soll oder darf oder so. Man muss als Bundespräsident auch loyal sein gegenüber seiner eigenen Regierung. Und dadurch gibt es natürlich auch für das allerhöchste Amt selbstverständlich Grenzen, Einschränkungen, Rücksichtnahmen, die wir auch alle wollen als Bürger und die dem Ganzen dienen. Aber das ist doch etwas anderes, als wenn man ein freier Privatmann ist. Und deshalb treffen Sie heute einen Mann an der hier mit durchaus ambivalenten Gefühlen sitzt. Ja, also ich will jetzt aber nicht zu denen gehören, die sich wieder in den Kopf von Angela Merkel hineinversetzen. Wenn sie mir direkt begegnet, dann sind das in der Regel erfreuliche Dinge gewesen. Als ich 70 wurde und dieses Buch hier in Berlin präsentiert wurde unter den Linden, hatte ich gerade Geburtstag und sie war mit ihrem Mann gekommen, blieb den ganzen Abend bis sehr spät und hat eine hinreißende Rede gehalten. Das war natürlich ein halbes Jahr vor diesen Ereignissen, auf die Sie sich eben... Als wir unseren Termin ausgemacht haben. Aha. Ja, ungefähr. Ja, gut. Also, ja, wir haben ja in Deutschland einen Philosophen und der spricht in solchen Situationen immer, da schauen wir mal. Na? Und da ist Franz Beckenbauer da. Ja. Ja. Ja, jetzt, was ich mir gedacht habe angesichts der jetzt gerade abgelaufenen Affäre, die
moralischen Ansprüche an Politiker sind, meine ich, schon gewachsen. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht hängt es damit zusammen. Angesichts der ökonomischen Globallage ist ja völlig klar, dass Politiker immer weniger zu reden, zu entscheiden haben. Und vielleicht denken sich dann die Leute, wenn wir sie schon bezahlen, wo sie doch eh nichts zu reden haben, dann sollen sie wenigstens anständig sein. Naja, Herr Huemer, Sie müssen jetzt aufpassen, zu welchem Debattenteil Sie gehören wollen. Es gibt also eine verhängnisvolle Tradition von Intellektuellen, die sind beständig aufgrund ihrer diffizilen kulturellen Prägung und ihres immensen Wissens sind sie beständig in der Gefahr, dem politischen Raum nichts als Häme zu gönnen. Und davon würde ich Ihnen abraten. Also die Politiker sind natürlich, wie sie sind. Wenn ich also in Deutschland meine Vorträge halte, sage ich, Leute, wir haben eine Demokratie. Und wenn wir uns unter uns umschauen, Demos heißt ja Volk, wenn wir uns unter uns umschauen, also wir entdecken alles zwischen grenzdebil und begnadet. Ne? Und warum soll das in der Politik anders sein? Also, dass wir dort nicht einfach die Exzellenz vorhalten können, das liegt daran, welche Leute sich überhaupt einlassen auf das Spiel mit der Machtausübung. Also die Machtausübung zu kritisieren, ist was anderes als die Machtausübung zu wahren. Und im Idealfall beginnt man in der Schule als Klassensprecherin. Man übernimmt Verantwortung vielleicht als Redakteur einer Schülerzeitung. Wenn man in einem Betrieb ist und in die Lehre geht, lernt man Menschen treffen, die da in der Personalvertretung des Unternehmens oder der Behörde sind. Sie sind zum Teil gewerkschaftlich aktiv und lernen ihre Rechte kennen und lernen das Mitspielen. Und mancher von denen gelangt dann auf eine natürliche Weise in den Landtag oder gar in das Parlament des Staates. Und so entsteht so eine natürliche Fähigkeit mitzuwirken. Bei anderen ist es aber anders. Die fühlen sich angezogen wie Motten vom Licht und wollen glänzen, ohne dass sie schon trainiert haben, Verantwortung zu übernehmen. Und wir haben nun wirklich keinen Grund, über Fehler der Politiker zu schweigen, das will ich ja nicht. Aber so zu tun, als müssten wir von ihnen immer nur Handlungen einer Melange zwischen Philosoph und Engel erwarten oder am besten noch mit gekröntem Haupte, Entschuldigung, dass ich das in Wien sage, bei Ihrer Allergie hier gegen solche Leute, aber das ist so eine falsche Erwartung. Deshalb müssen wir unsere Urteile mehr an die Realität binden, in der wir leben. Und nicht gleich denken, die ganze Moral geht flöten, wenn einer sich als unvollkommen erweist. Ja, gut, mit der Häme gebe ich Ihnen völlig recht. Gleichzeitig ist aber klar, Sie haben gesagt, ich habe doch jetzt ein schönes Leben und ich weiß nicht, tauschen, weil an den nächsten Bundespräsidenten werden zunächst einmal insofern besondere Anforderungen gestellt, als der durch den Fleischwolf der Medien gedreht wird. Ja. Das ist völlig klar, was dem bevorsteht. Ja. Nun kann man Folgendes machen. Das ist wie mit der Freiheit, Herr Huemer. Man kann sich über sie freuen und sie ausprobieren und man kann sich vor ihr fürchten. Es gibt viele kluge Überlegungen zum Phänomen der Furcht vor der Freiheit. Unter anderem von Erich Fromm, der nach dem Krieg ein ganzes Buch darüber geschrieben hat in den Vereinigten Staaten. Also das ist schon ein Phänomen, das viel verbreiteter ist, als wir denken. Und die Furcht vor der Freiheit gibt es auch in der Form einer Flucht aus der Verantwortung oder einer Furcht vor der Verantwortung. Oh. Denn in meinem Freiheitsbegriff heißt die Freiheit der Erwachsenen Verantwortung. Und die Menschen wollen leben und viele erliegen dem Trugschluss, Leben heißt genussreich konsumieren. Das ist auch schön, aber es ist offensichtlich nicht ausreichend, um dieses flüchtige Element Glück in die Seelen der Menschen zu holen. Und dieses Leben in der Form der Verantwortung ist das, was letztlich, ich benutze jetzt mal ganz bewusst den Begriff Gewinn, was uns Gewinn bringt in einer Weise, weil uns unsere Psychen belohnen.
Und wenn ich jetzt wirklich, was unwahrscheinlich ist, im Grunde noch einmal einen relevanten Ruf bekomme in dieses wichtigste Amt, dann müsste ich mich natürlich fragen, ob meine Lebenskonzeption, sich nicht zu fürchten und zur Verantwortung Ja zu sagen, ob ich die nun plötzlich in Frage stellen will. Mhm. Und das Gute ist jetzt, dass ich nicht mitwirken muss an der ganzen Geschichte. Ja? Sondern ich sitze und Gott oder die Mehrheiten werden es fügen. Es ist wie meistens eine Melange. Ja? Ja. Also, ja. Ja. Ich wurde gerade vor diesem Gespräch, wurde ich draußen im Vorraum gefragt, ja, warum ist er denn eigentlich da? Und ich habe dann gesagt, naja, im Augenblick kann er ja eh nur warten. Und da ist vielleicht so ein Gespräch ein Zeitvertreib, in der, um das Warten zu verkürzen. Ich bin sehr dankbar. Und ich bin, komme aus Koblenz, aus einem Theater, wo ich gelesen habe. Die Kolleginnen und Kollegen Journalisten waren auch alle da. Und ich gehe einfach meiner Arbeit nach. Ich bin ein öffentlich wirkender Bürger zurzeit, halte Vorträge und Lesungen und war in der vergangenen Woche zweimal an Schulen, wo ich dann neben diesen Lesungen und Veranstaltungen jungen Leuten begegne und ihnen was erzähle als Zeitzeuge über Diktatur oder ich mache ihnen ein bisschen Lust an der Mitwirkung. Weil, wissen Sie, wir haben ja das, was hier in Wien, wie man so hört, als Schmäh gilt, das haben wir als deutsche Nationalkultur. Die Kultur des Verdrusses. Ja? Der Deutsche fühlt sich wohl, wenn er sich unwohl fühlt. Und das ist natürlich ein Paradox. Denn noch nie in der Geschichte der Nation ging es den Menschen dort so gut und noch nie haben sie so friedvoll gelebt. Und da fühlen sie sich offensichtlich merkwürdig und müssen sich jetzt dauernd ängstigen, ja, was passiert jetzt, was passiert dann? Und jede kleine Krisenwelle oder jedes, sagen wir, moderne Problem, und ein modernes Problem ist zum Beispiel die Entgrenzung der Welt, dass wir nicht mehr im überschaubaren Rahmen Politik machen, sondern in Europa und die Wirtschaft im globalen Zusammenhang. Und das erzeugt natürlich Ängste. Aber dann konfrontiert man seinen jetzigen Wohlstand mit Horrorszenarien und dann ist sie wieder da, diese tiefe Unlust daran, sich zu freuen oder sich reinzubringen und zu sagen, let's do it, wir können das, ich bin ein Bürger. Und ich kann das nicht ab, dass wir vielfach gerade unsere kultiviertesten Erwachsenen, die Feuilletons bestimmen, so einen Grundverdruss in der Gesellschaft erzeugen. Es ist doch geradezu so, wenn ich mal mit meiner natürlichen Lebenshaltung, die ich jetzt mit über 70 habe, in einen Salon gehen würde in München oder Berlin oder Wien und sagen, mein Gott, was für eine wunderbare Zeit. Wie glücklich können wir sein über die Freiheit, die wir haben? Wie glücklich können wir sein über den Wohlstand? Ich bin jeden Tag froh, da zu sein. Ja, da würde ich doch in intellektuellen Kreisen zumindest nicht mehr eingeladen werden. Ja, geht ja gar nicht. Ja? Ich wäre ein solcher Simpel und deshalb völlig uninteressant. Ja? Sie sprechen in Ihrem Buch auch von, ich zitiere Gauck, Raubtierkapitalismus. Mhm. Was wir gegenwärtig erleben, ist binnen weniger Jahre die zweite große Attacke des Finanzkapitals, wobei wir nicht wissen, welche Folgen das für uns alle haben wird. Es zielt aber ganz offensichtlich auf unsere Lebensgrundlagen und es zielt auch auf die Demokratie, weil unter diesen Bedingungen ist auch die Demokratie bedroht. Mhm. Das heißt, die Gefahr für die Freiheit, für die Dispositionsfähigkeit der Einzelnen kommt jetzt nicht von einem entmündigenden Sozialstaat, sondern sie kommt ganz im Gegenteil von der anderen Seite. Ja. Und dem will ich mich auch gerne stellen. Das Problem ist übrigens noch heftiger, als Sie es darstellen, denn es gibt einen Zangenangriff auf diese Art von demokratischem Kapitalismus, wie wir ihn in Deutschland und in Skandinavien, auch in Österreich entwickelt haben, in der Sozialpartnerschaft und in diesem ausgehandelten Gleichgewicht von Kräften. Es ist eben nicht nur, es sind nicht nur diese, ich nenne dies immer die Doper. Es ist so, wir werden ja den ich habe etwas gegen Antikapitalismus und ich nehme da gern das Beispiel, wir schaffen den Sport auch nicht ab, weil es im Sport Menschen gibt, die Doping betreiben, die also betrügen und sich
Gewinn und Vorteil verschaffen, indem sie sich unerlaubte Drogen zuführen oder andere dadurch behindern, dass sie die leistungssteigernden Mittel nehmen. Sondern wir versuchen, den Missbrauch zu begrenzen. Und das wäre auch der Auftrag der aufgeklärten Politik, nicht ein Wirtschaftsmodell zu verwerfen, ohne dass wir überhaupt nicht die Mittel erwirtschaften könnten, etwa einen Sozialstaat überhaupt zu konstruieren. Es steht aber eh nicht zur Diskussion. Was zur Diskussion steht, ist die Ohnmacht. Ja, das müssen wir begrenzen. Also Ohnmacht geht nicht. Also jedenfalls ist unser Kampf, und da definiert man die offene Gesellschaft oft falsch. Die offene Gesellschaft ist nicht die Gesellschaft, in der jeder tun kann, was er will. Die Menschen, und das weiß das angelsächsische Denken stärker, sind so, dass sie es ausprobieren. Wie weit können wir gehen mit unserem Egoismus? Deshalb brauchen wir eben starke Ordnungen und Ordnungsfaktoren und gestaltungswillige Politiker, die diesem Übermut Grenzen setzen. Meine Freiheit ist nicht die Freiheit der Pubertierenden. Und es gibt diese Pubertierenden im Privatleben noch als 80-jährige Männer, die mit ihren Goldkettchen da in Mallorca rumspringen oder was weiß ich. Man kann auch als kultivierter Pubertierender dann in die Gala kommen und so, das gibt es alles. Und dieses pubertierende Wesen gibt es in der Wirtschaft wie in der Politik, bei Personen und bei Staaten. Ich bin das Wichtigste, ich bin der Größte, ich setze mich durch. Und mein Freiheitsbegriff ist ein anderer. Mein Freiheitsbegriff kommt aus der alten philosophischen Debatte, Freiheit zeigt sich auch als Freiheit zu etwas und für etwas. Und indem wir das erleben, und das erleben wir schon im Privatleben, wenn wir einen Menschen lieben, ein Kind lieben oder wenn uns ein Wert am Herzen liegt, eine Aufgabe, es ist dieses Hingewendetsein zu etwas außerhalb unserer selbst. Und in dieser Lebensform wird der Mensch, wie ich vorhin schon sagte, am glücklichsten. Und das ist für mich Freiheit. Und diese Glückssucher auf dem Weg der Verantwortung werden den Glückswagabunden, die es versuchen, mit ihrer eigenen Macht und Herrlichkeit auf Kosten anderer glücklich zu werden, das wird ein beständiger Kampf sein. Nur es ist ein Irrtum, dass der jemals ausgefochten wäre. Wir haben in China eine wirtschaftliche Großmacht, deren Machtfülle immer noch im Wachsen ist, wo eine ganz paradoxe Situation ist. Es ist ein quasi feudalistisches Machtsystem, natürlich mit kommunistischem Vokabular auf der einen Seite, also ein Produkt des 19. 20. Jahrhunderts, geistig, und ein abenteuerlicher Raubtierkapitalismus unter einer kommunistischen Ideologie. Und bei dieser staatsgelenkten und autoritären Herrschaftsform, die gleichzeitig das Kapital unten wüten lässt, ja, ohne Gewerkschaften oder mit schwachen Gewerkschaften, mit schwachen Rechten der Arbeitnehmer, entsteht noch etwas ganz Ungebändigtes, sagen wir mal, wie immer ungebändigte Freiheit hat immer einen Zug von Anarchie. Und deshalb sind diese abgekochten Typen der Londoner Finanzcity, das ist die eine Bedrohung, die Normalbanker ständig verführen, auch zu zocken und damit im Grunde das ganze System der Realwirtschaft gefährden. Das ist die eine Gefahr. Und die andere ist ein gewollter, anarchischer Frühkapitalismus, der noch daherkommt als Beglückung der Menschheit. Es ist wirklich bodenlos, was zurzeit passiert. Und unsere alten Demokratien stehen da oft davor, ja, wir verdienen nicht so viel wie die, wir verdienen nicht so viel wie da. Es gibt ja jetzt noch Stolz in der Londoner City auf die glänzenden Zeiten, als sie ihren Staatshaushalt gefüttert haben mit den Einnahmen aus der Finanzindustrie. Und hier bei uns in Baden-Württemberg, um mal einen Teil Deutschlands zu nennen, wo wir eine hochgesunde Struktur haben. Es gibt ganze Landstriche ohne Arbeitslosigkeit, weil innovative und verantwortliche Unternehmer da sind. Die stehen dann da und müssen sich fragen, ja, fangen wir nicht auch schon an zu leiden, weil meine Bank plötzlich zögerlich wird, um meine Erfordernisse zu befriedigen. Und darum ist es ein Gebot der politischen Vernunft, dass wir nicht einen Raum rechtsfrei und demokratiefrei vor sich hinwerkeln lassen. Nicht? Und ich gehöre nun zu denen, die diesen Hoffnungen mancher junger Idealisten in der Occupy-Bewegung oder so, die dann denken, wenn der Staat alles hätte, dann wäre alles gut. Und da gieße ich kräftig Wasser rein und sage, hatten wir schon. Wir hatten schon verstaatlichte Banken und verstaatlichte Großunternehmen. Und gab es weniger Entfremdung? Gab es mehr Glück? Gut. Nein. Also so hoffe ich mich da so ein bisschen positioniert zu haben. Ehe wir jetzt tatsächlich auch noch auf den Zeitzeichen kommen, noch eine Frage, weil Sie
Freiheit und Verantwortung immer wieder angesprochen haben als ein Leitmotiv ihres politischen Modells. Sie selber in der Eigendefinition verstehen sich als Citoyen im Sinne der Französischen Revolution, das heißt als engagierten Bürger. Und dann habe ich auch noch die Bezeichnung gefunden, ein linker, liberaler, konservativer als Eigendefinition. Nun, linker, liberaler, konservativer deckt das parlamentarische Spektrum der Bundesrepublik ab, ausgenommen die Partei Die Linke, die ist da nicht mit drinnen. Die anderen vier Parteien, das sind die vier, die sich jetzt ausmachen, wer Bundespräsident wird nebenbei, haben Sie zu denen, Sie haben ja auch darauf hingewiesen, dass Sie nicht Parteimitglied sind, haben Sie zu denen tatsächlich eine Art Äquidistanz? Ich denke schon. Jedenfalls ist es inzwischen so. Ich will freimütig bekennen, dass ich die wesentliche Zeit meines Lebens im Osten, als ich ein evangelischer Pfarrer war, so im Kopf, sagen wir mal, so ein konservativer Sozialdemokrat war. Ein rechter Sozi. Ja, das ist natürlich für Menschen aus der, aus der Milieulinken, für das ist das ein Schrecknis, das gebe ich zu. Aber schauen Sie mal, wie der alte Helmut Schmidt jetzt verehrt wird. Ja? Der ist ja fast zum Politikpapst geworden, obwohl seine eigene Partei ihn als eine wichtige und seiner Ansicht nach hoch zu verantwortende militärische Entscheidung traf, wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Also ich hielt gerade damals viel von ihm, weil ich merkte, dass er die Sprache von Brezhnev verstanden hatte. Der Brezhnev-Kommunismus, das Imperium, das sich ausbreiten wollte über die ganze Welt, brauchte nicht nur die rührenden Menschen der evangelischen Kirchentage, unter denen ich immer war, die ihre Friedensliebe beschworen und sich entfeinden wollten, sondern sie brauchten Menschen, die ihnen bedeuteten, übrigens, wir haben hier etwas zu verteidigen. Mhm. Und es geht bis hier. Und dann wollen wir sehen, wie es weitergeht. Weil Sie vorhin Helmut Schmidt angesprochen haben, den Sie bewundert haben, ist mir eingefallen, eine Geschichte, die er mir einmal erzählt hat und die mich sehr beeindruckt hat. Das war zur Zeit der Nachrüstungsdebatte. Sie haben sie angesprochen, wo Sie eindeutig auf der Seite von Schmidt waren, gegen seine eigene Damals Partei. War ich ja Teil der Friedensbewegung. Da habe ich den Schmidt natürlich mit meinen westdeutschen Freunden zusammen kritisiert. Schäme mich noch heute dafür. Also, Sie waren damals auf Seiten der Friedensbewegung, die aber in der DDR gleichzeitig als DDR-Friedensbewegung massiv behindert worden ist. Sie können sich den Grad der Militarisierung im Ostblock schwer vorstellen. Hier ist für Sie unvorstellbar. Und das wollten wir gerade in der kirchlichen Jugendarbeit nicht einfach unkommentiert lassen. Dann hat irgendjemand die Idee gehabt, ein Sowjetdenkmal, das steht in New York bei den Vereinten Nationen, Schwerter zu Flugscharen. Bulliger Sozialisten-Typ da schmiedet ein Schwert um zu einer Flugschar. Und da haben wir dann dieses Stück schönes sozialistischen Realismus, den kann die DDR nicht verbieten, wenn wir das als Symbol unserer Friedensliebe benutzen. Schwerter zu Flugscharen haben wir so. Wir durften ja nichts drucken, keine Flugblätter, keine Badges und was, was Aufkleber und was weiß ich. Also hat einer das als Textildruck hergestellt. Das war die einzige Form, die nicht staatlich genehmigt werden musste. Und dann wurde auf Vlies oder Textil wurde dieses Symbol gedruckt und die Jungs schnitten sich das dann ab und Mädels und klebten das auf ihre Anoraks und Parkas. Und dann war dem Staat das doch so suspekt, hat er das verboten und die Schülerinnen und Schüler, die das nicht abmachten von ihrer Kleidung, wurden von der Schule verwiesen. Ich habe in meiner Gemeinde zwei Jungen, die haben das nicht gemacht. Und wupp, waren sie weg, konnten kein Abi machen, Schluss, aus. Ja. Und das ist so ein ganz kleines Zeichen dafür, dass eben Friedensliebe gar nicht geschätzt wird, wenn man selber militaristisch ist. Unsere Waffen waren ja die guten und die Jugendorganisation des Staates, die FDJ, hat dann auch eine Kampagne gemacht, Frieden schaffen gegen NATO-Waffen. Ja, das war für uns natürlich total abgeschmackt, denn der Ostblock hatte hier ein Übergewicht an Raketenbedrohung und ich habe in Rostock am Kirchentag 88 in einer Predigt, die hier teilweise auch abgedruckt ist in dem Buch,
diese Raketen in unseren Wäldern angesprochen. Das machte man eigentlich nicht. Ne? Und das ist so sind so zwei Beispiele dafür, dass wir natürlich auf Konfliktkurs waren. Und das hat uns von der Haltung her mit den westdeutschen Friedensfreunden verbunden. Also wir hatten dieselbe Anti-Haltung gegen das jeweils regierende System. Ja. Was wir, also dieser Protest ist ja oft rein moralisch oder auch manchmal oft ein bisschen romantisch, wie wir das sehen jetzt bei den jungen Leuten, die in der Occupy-Bewegung sind und nicht recht wissen, welche Ziele haben wir eigentlich. Halten Sie die Occupy-Bewegung für lächerlich? Das habe ich wohl gelesen. Ja, nein, ich habe einige Forderungen für lächerlich gehalten. Ich habe sie als albern bezeichnet, wenn Sie sich so artikulieren, Zitat, besetzt die EZB, Zitat Ende. Dann habe ich gesagt, Jungs und Mädels, bitte, die EZB, ja, die ist es jetzt, die ihr besetzen wollt. Bitte schön, was wollt ihr machen, wenn ihr drin seid? Ja? Ist ausgerechnet die EZB, die sich um die Stabilität der europäischen Währung zu kümmern hat, die im Grunde ein Hilfsinstrument der Politik im wirtschaftlichen Raum ist, ja, da merkt man die ganze Naivität. Und einen Kilometer weit weg wäre die Deutsche Bank. Ja, zum Beispiel. Das wäre schon besser. Ja, ja. Sind wir uns einig? Ich habe damit nicht gesagt, dass ich die Deutsche Bank als Unternehmen für besonders besetzungswürdig halte. Da würden uns andere Unternehmungen einfallen. Ja. Und ich will hier an dieser Stelle auch nochmal sagen, gerade wo ich eben vorhin über Freiheit gesprochen habe, es ist doch auch beruhigend zu wissen, dass wir neben der Realwirtschaft, übrigens auch in der Finanzwirtschaft, Akteure haben, die dieses ganze Spiel und diese Zockerei nicht mitgemacht haben. Sie werden hier welche haben. Wir haben immer noch die Strukturen der Volksbanken und Sparkassen. Und das ist eine große kulturelle Leistung, dass wir das hier in der Mitte Europas festgehalten haben. Und dann schauen Sie auch bei den Privatbankern. Ich habe in Frankfurt und in Hamburg, ich will jetzt die Namen nicht nennen, zwei renommierte Bankinhaber, habe ich auf Herz und Gewissen nach ihren Verlusten in der Finanzkrise befragt. Und beide Banker haben gesagt, ich habe damit nicht gehandelt. Der eine sagte, weil ich das Produkt nicht verstanden habe. Und der andere sagte, ich habe das Produkt zu gut verstanden. Mhm. Aber beide haben sie nicht damit gehandelt. Und beide haben sie ihre Privatbanken, also das wäre jetzt so richtig Feindbild eines jungen Idealisten, haben sie verantwortungsvoll durch diese Krise gebracht. Und deshalb genügt es nicht, wenn wir neue Stereotype passen, wo unsere Hauptfeinde sind, die wir jetzt fressen müssen, sondern wenn wir diejenigen in den gefährdeten Räumen, etwa der Finanzwirtschaft, stärken, die mit uns zusammen Verantwortung tragen wollen und die begrenzen oder bekämpfen, die gegen dieses Prinzip Verantwortung leben, als, sagen wir, pubertäre Kraftmeier, ja, und Zocker. Also wir kommen immer wieder auf dieses Thema, weil es ja offensichtlich in unserer Zeit so eine Unruhe gibt und auch einen neuen Hunger nach einem etwas ehrlicheren Ansatz. Und das ist der Teil, den ich nur verstehe von den jungen Leuten. Und denn ich sehe mich natürlich in ihnen. Und auch meinen jugendlichen Idealismus, der musste sich bei mir antikommunistisch äußern. Aber ein Typ wie ich wäre selbstverständlich im Westen 68er gewesen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Und da mag manches, was ich jetzt sage, noch so liberal oder konservativ klingen, aber angesichts der Schuld der Elterngeneration und des Schweigens vor allen Dingen des Schweigens der Elterngeneration, wäre gar kein anderer Weg gewesen, als ein kritischer 68er zu werden. Und das ist das Interessante auch, dass sich aus dieser weltumstürzerischen Attitüde vieler 68er, auch Leute in der K-Gruppe, meine Co-Autorin hier, Helga Hirsch, die mir geholfen hat, das Buch zu machen, die kommt aus einer maoistischen Splittergruppe. Rüdiger Safranski, dieser liebenswürdige, gebildete Autor, kommt aus einer kommunistischen Partei. Jürgen Trittin, Joschka Fischer als Chaot da in Frankfurt, das sind alles Leute, wo von der Haltung her sich ein Systemwiderstand ergeben hat, den sie nochmal reflektiert haben. Und jetzt verteidigen sie, alle, die ich genannt habe, und ich könnte viele hundert weitere nennen, jetzt verteidigen sie, sagen wir mal, das weniger Schlechte und das etwas Bessere, weil sie diese Beziehung zu einem gedachten Ideal inzwischen als eine Durchgangsphase definiert haben. So, und jetzt gibt es interessante Zwischenbeobachtungen, wenn Sie jetzt mal die Occupy-Leute, ein Teil war früher in Attac, Occupy, das sind aktuelle Bündnisse, die ihr Unbehagen artikulieren, das sollen sie auch tun,
Aber nun gibt es ein sehr interessantes, also für den Politikwissenschaftler hoch interessantes Phänomen, das sind die Piraten. Also in ihrer ganzen Schlichtheit völlig unwählbar für mich. Aber was mich daran interessiert und warum ich so begierig hingucke, sie stehen nicht am Rand und spucken in die Suppe und sagen, es ist ja sowieso alles scheiße und wir brauchen ein neues System, sondern sie sagen, da schauen wir mal, ob wir da dran drehen können. Und lassen sich, also wirklich dreist, ja, ohne ein handfestes Programm, auf das wir sie festnageln können, die Erwachsenen, gehen sie hin. Und was mir jetzt gefällt, ist, sie sagen, wir spielen mit. Wir gehen da rein und dann schauen wir mal. Und vielleicht finden wir ja noch Inhalte. Und das reizt mich auch, weil es ehrlich ist. Sie zeigen ihre leeren Hände und sagen, aber es sind Hände. Ja? Und wir wollen mal sehen. Und da sehen wir so ein interessantes Zwischenstadium zwischen dieser organisierten Politik, die von Themen, Inhalten und Zielen her sich engagieren lässt, und einer Bevölkerungsgruppe, die von Haltungen, ich will mitwirken, sich motivieren lässt und dann nochmal sortiert, welche der Inhalte wollen wir jetzt parlamentarisch vertreten. Das heißt, die, die Sie nicht mögen, sind die, die herumsitzen und schimpfen. Ja. Da zählen Sie einen Teil des Feuilletons dazu. Mir ist eingefallen, in dem Zusammenhang, Ende der 90er Jahre ist von Kurt Sontheimer ein Buch über die Bundesrepublik erschienen, in dem er sagt, das ist doch das beste Deutschland, das es je gegeben hat. Titel des Buchs, wenn ich es recht im Kopf habe, so war Deutschland nie. Und ich meine, ich glaube, das ist auch ja Ihre Position. Ja, sehr schön, bin sehr dankbar. Ich werde mir das sofort. Ich habe ein anderes Buch von Kurt Sontheimer. Ich kenne auch die Probleme, die er hatte im Diskurs mit den Kollegen. Es war ja damals so, links war Religion. Ja? Das war wie eine Erweckungsbewegung in der Geschichte der Religion. Man musste dabei sein, sonst zählte man nicht. Und wenn du zum Beispiel stärker liberale oder altdemokratische Positionen vertreten hast, konntest du an der Uni wenig machen und in diesen Debatten, das waren verzopfte Typen. Und Sontheimer ist immer einen eigenen Weg gegangen. Und genau das, was Sie jetzt sagen, habe ich neulich in einer Rede, ich glaube in Salzburg war das, als ich hier die Festspiele eröffnen durfte, zitiert, von Ministerpräsident Tusk aus Polen über Europa. Er sagte, das, was die Demokratien in Europa jetzt haben, ist das Beste, was es gibt und was wir uns ausdenken können. Und mich hat dieses schöne, schlichte Bekenntnis zu einer mangelhaften Welt, das hat mich gerührt, weil er sich damit geistig und kulturell verortet hat. Von wie vielen Spitzeln sind Sie eigentlich überwacht worden? Naja, das waren nicht so viele, vielleicht 12, 14, 15, also weißt du. Sie meinen, da hat es welche mit höherer Latte gegeben? Ja, freilich. Ja. Gut, aber immerhin für einen Pastor in einer Neubaugemeinde in Rostock ist das schon ganz beträchtlich. Jetzt muss man dazu sagen, Sie waren für den Kirchentag in den 80er Jahren dann in Mecklenburg zuständig. Ja. Das hat Sie natürlich für die Stasi zu einem interessanten Objekt gemacht. Besonders meine Jugendarbeit. Ich war phasenweise auch Stadtjugendpfarrer im Nebenamt. Und in der Jugendszene merkt man die Brüche einer Gesellschaft immer besonders deutlich und die Jugendlichen wollen was machen. Und ich habe mit ihnen dann so Baumpflanzaktionen gemacht, als der ökologische Gedanke überhaupt noch nicht existierte bei uns. Das haben wir auch vom Westen übernommen. Das ist über die Jugendarbeit dann eingewandert bei uns, war zunächst so ein bisschen illegal. Und wir haben dann versucht, Umweltthemen hochzuziehen, nicht nur Menschenrechtsthemen, weil Menschenrechtsthemen waren immer von vornherein republikfeindlich, ja, das war ja mit Händen zu greifen. Umweltthemen? Aber wenn es denn gegen die Atomkraft ging oder so etwas, dann war der Staat natürlich sofort allergisch und die Aktivitäten auf dieser Strecke wurden äußerst massiv von der Stasi notiert. Es gab Autoren zum Beispiel, die völlig von sich aus diesen Abfall, den chemischen Abfall dokumentierten in Bitterfeld und in anderen Städten. Herr Beleit, das war einer von denen. Von der Marlon, ja. Ja, und
Ja, das war natürlich furchtbar. Und Monika Marner haben Sie erwähnt. Also wir haben natürlich alles getan, um uns dann auch Bücher und Informationen aus dem Westen zu besorgen, um das zu verbreiten. Bei dem Kirchentag in Rostock 88, wo ich diese Predigt hielt, von der ich sprach, habe ich zum Beispiel versucht, den Abgeordneten Wilhelm Knabe aus dem Deutschen Bundestag einzuladen. Das ist der Einzige, der nicht kommen durfte. Helmut Schmidt sollte auch nicht kommen, der kam dann aber nach vielem Hin und Her. Und Dorothee Sölle sollte auch übrigens nicht kommen, auch sehr interessant. Eine der linkesten Theologinnen, aber durch ihre aufmüpfige Geisteshaltung und durch ihre Nähe zur Theologie der Befreiung hat die DDR schon gespürt, dass das könnte heikel werden. Da in ihrem Umfeld aber auch genug Leute waren, die Kontakte hatten zur DDR, ist sie meiner Erinnerung nach, glaube ich, doch noch gekommen. Aber dieser Wilhelm Knabe, der so über Waldsterben und alle möglichen Themen, der durfte partout nicht hinein. Ja. Helmut Schmidt kam dann irgendwann, aber der Typ, der über Umwelt gearbeitet hatte, der nicht. Ne? Und das haben wir natürlich ausgenutzt mit einem eigentlich nicht politischen Thema, im Grunde so ein bisschen Aufklärung und Antipolitik zu machen. Und das war der Grund, warum ich dann auch oft in den Stasi-Akten vorkam und auch ein paar Seiten angesammelt habe. Ja, kommen wir zu Stasi-Methoden. Ich habe da, ich zitiere jetzt zwei Beispiele. Eines ist absurd, das Foto eines Pfarrers am FKK-Strand im Kreisler Laden, im Lebensmittelladen im Dorf öffentlich aufzuhängen. Ja. Also den nackten Pfarrer dort. Das ist die absurde Methode als Beispiel. Das war nicht ich. Nein, gut, nur um das klarzustellen. Ja. Und ich meine, ich war auch am FKK-Strand, aber es war nicht mein Foto. Ja. Eine besonders gemeine ist es, über einen aufrechten Regimegegner das Gerücht zu streuen, der sei in Wirklichkeit ein Stasi-Spitzel. Mhm. Im Regelfall hat das gewirkt und im Regelfall hat es den, über den dieses Gerücht gestreut wurde, auch zerstört. Mhm. Die Staatssicherheit nannte diese Methode Zersetzung. Und es gab verschiedene Methoden Zersetzung. Eine Person zu zersetzen, zum Beispiel Organisierung des beruflichen Misserfolgs. Dann konnte ein junger Arzt, eben, der an einer Uniklinik tätig war, konnte einfach nichts mehr machen. Er wurde also durch Gerüchte verunsichert und stieg nicht auf und er wusste nicht, was es ist. Und man hat inoffizielle Mitarbeiter im Kollegenkreis gefunden, denen man den Auftrag gegeben hat, die fachlichen Leistungen dieses Mannes zu leugnen und Lügen über ihn zu verbreiten. Dann war eine Methode die Vermischung wahrer, halbwahrer und erfundener Tatsachen. Und dann war dies, Sie haben eine weitere beschrieben, dann gab es ja auch drastische, man hat, ich weiß nicht, ob es bei diesem Pfarrer war, aber man hat ja oft versucht, da nette, attraktive Gespielinnen denn einzuspielen und wie man so ist in der Jugend und guckt dann so, was da so läuft, da fasst natürlich der eine oder andere mal zu und dann hat man was Wunderbares gehabt, um den Typ dann zu erpressen und vice versa. Also man hat junge Männer, Frauen zugespielt, die in einer Ehekrise waren, oder junge Frauen Männern zugespielt, die da Probleme hatten. Das waren weitere. Oder man hat denen sonst was zugeschickt aus irgendwelchen Katalogen. Also 500 Präservative oder irgendetwas. Und man hat sie mit anonymen Briefen bombardiert. Und dieses Arsenal von verletzenden Dingen, das ist dann wirklich widerlicher als so ein Aushang im Dorfkonsum, übrigens eines sehr, sehr netten und später politisch sehr aktiven Pfarrers, dem das auch nicht wirklich geschadet hat. Aber man zielte natürlich auf das konservative Herz seiner Gemeinde. Ja? Wobei, nun, man muss dazu sagen, FKK in Mecklenburg, das ist nicht so viel vielleicht in Wien, sondern das ist mehr so eine Familienangelegenheit. Das ist völlig unerotisch, weil da die Dicken und Kinderreichen auch alle rumlaufen. Und das ist irgendwie so ein Stück Naturleben da. Also da muss man sich nicht was Verschwiemeltes vorstellen. Ne? Aber wenn du das rausnimmst und nur die nackte Person da, und das ist euer Pfarrer, ja, der von der Beerdigung, ja, da sieht man die ganze Fiesheit, ne? Ja. Also das ist eben wirklich fies und es ist versaut
Und viele der Helfer der Staatssicherheit, die haben nachher so getan, ich auch wissen, man musste ja mit denen reden. Also der eine war Arzt und wollte ein besseres Operationsbesteck oder ein besseres Röntgengerät haben. Und der andere war Tierarzt und wollte Serum haben. Und sie taten dann oft so, als wäre die Stasi so eine Hilfsorganisation zur Erledigung normaler Aufgaben gewesen. Nicht? Das ist eben dann, wenn eine Gesellschaft... Konnte man den einen oder anderen auf die Art, auf inoffiziellen Mitarbeiter gewinnen? Ja, also man hat die Leute natürlich auch positiv abgeholt. Wissen Sie, gerade unter Intellektuellen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten dort im Sozialismus gelebt und wären aufgefallen als kenntnisreicher Journalist, der also Theaterkritiken schreibt oder weiß der Kuckuck, ich lasse mal das gefährliche Feld des Politischen aus, weil ich Achtung vor Ihnen habe. Also, Sie sitzen dort als angesehener Journalist und man würde nicht denken, dass Sie gerne einen Kontrakt unterschreiben, hier, ich werde jetzt Spitzer Judas und kriege 500 Mark, sondern man würde sagen, der hat ein tolles Netzwerk, den brauchen wir, aber wie kommen wir an den ran? Man würde einen Plan machen, wer kennt den Mann? Man würde sich ein paar Informationen schaffen, was sind Ihre Vorlieben? Was liest er gerne? Hat man ihm gerade ein Westpaket weggenommen, wo meinetwegen ein Buch von Günter Grass drin war oder irgendwas? Und alle solche Dinge würde man sammeln. Wie ist Ihre Ehe? Was trinkt er gerne? Und dann würde man einen intelligenten Menschen zu Ihnen schicken und sagen, wissen Sie, wir bewundern Sie. Ja, was Sie für eine Urteilsfähigkeit haben. Wir sind ja von der Staatssicherheit, aber wir sind manchmal wirklich im Zweifel, ob wir die Richtigen bekämpfen. Und Ihre Menschenkenntnis ist so umfassend, dass wir Sie gerne gelegentlich fragen dürften und dass Sie uns auch helfen können, Konflikte zu minimieren, auch Menschen zu schützen, wissen Sie? Und dann sagen Sie, ja, also Sie haben vielleicht gerade Probleme mit Ihrem Chefredakteur, der achtet Sie nicht und findet, dass Sie zu viel Geld verdienen. Und da kommt einer von der Staatsmacht und sagt, was Sie für ein toller Typ sind, was Sie für Kenntnisse haben. Und jetzt sollen Sie auch noch helfen. Sie sollen auch Leute bewahren, zu Unrecht verfolgt zu werden. Da sagen Sie, ach, warum nicht? Ich bin schon ein freier Mensch. Klar, treffen Sie sich mal. Also gehen Sie essen oder sitzen, trinken einen und sprechen die ein bisschen. Nichts passiert. Sie treffen den noch zweimal und denken sich, hätte ich nicht gedacht, dass der Geheimdienst so intelligente Leute hat. Am vierten Mal sagt er, wissen Sie, meine Genossen haben angefangen zu fragen, was ich mit diesem merkwürdigen Typ da dauernd mache. Die finden das gar nicht gut. Sie sind nicht in der Partei und haben ein eigenes Urteil. Und bei mir liebt man klare Verhältnisse. Also ich könnte Schwierigkeiten kriegen, mich mit Ihnen weiter zu treffen. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn wir unser Treffen geheim halten? Gott, warum soll es das ausmachen? Ja, können wir machen. Ja gut, wir treffen uns da und da in der anderen Kneipe und so, die und die Uhrzeit. Ja gut. Dann schreibt er zu Hause, er führt über jedes Gespräch mit Ihnen Buch. Und Sie sind schon in einer Akte, das ist noch keine IM-Akte, sondern eine IM-Vorlaufakte. Mhm. Das ist nichts Schlimmes. Er kommt nach Hause und schreibt am Ende des Berichts, am heutigen Tage akzeptierte der IM-Kandidat Mikrofon die Einhaltung der Konspiration. Es wird vorgeschlagen, ihn künftig als inoffiziellen Mitarbeiter zu führen. Sie haben noch keine einzige Unterschrift geleistet. Sie haben bewusst niemanden verraten. Sie treffen sich nur. Und er empfindet jetzt Ihre Zusage, sich geheim mit ihm zu treffen, als den Beginn einer engeren Zusammenarbeit. Und er entwickelt eine weitere Strategie, wie er dies weiter verändern will. Er wird Sie in einem Jahr in eine konspirative Wohnung einladen. Sie haben aber schon so viel Vertrauen zu ihm und er kennt die Weine, die Sie kennen, dass Sie denken, oh Gott, kann ich auch dahin gehen? Wenn ich hier bin, kann ich ja. Das ist der nächste Schritt. Irgendwann wird er versuchen, Ihnen ein Geschenk zu machen. Sie werden das nicht als, er legt es nicht als Bestechung an oder als Bezahlung. Das ist eine besonders gute Flasche Wein oder eine Zigarre aus Kuba. Aber es wird alles notiert. Und irgendwann haben Sie in Nebensätzen auch über Kollegen sich geäußert. Mit einem haben Sie schon immer Ärger gehabt, weil es ein fieses Miststück ist. Und das macht Ihnen nichts aus nebenbei. Sie verraten ihn ja nicht, sondern Sie teilen nur beim Nachtisch mit, wen er jetzt schon wieder aufgerissen hat und wen er jetzt schon wieder behumst hat. Und irgendwann sind Sie eine Quelle. Sie wissen noch nicht, dass Sie IM sind. Aber Sie haben ihm eine Fülle von Informationen gegeben, in Nebensätzen, die er ohne Sie nicht bekommen hätte.
Und so ging es einer ganzen Reihe von Menschen, die mit einer IM-Akte aufgewacht sind, obwohl sie nie eine Unterschrift geleistet haben. Ein Teil meiner Konflikte kommt daher, dass Leute gedacht haben, ich hätte ihre IM-Tätigkeit erfunden oder meine Behörde. Tatsächlich haben wir aber aus vorhandenen Akten zitiert. Und die Akten dieser Leute sind nicht frei erfunden, sondern sie sind nur auf eine Weise zustande gekommen, die der einzelne Akteur mitunter überhaupt nicht ahnt. Und so ist es hochdifferenziert von diesem widerwärtigen Verräter, der gerne unterschreibt, der sich noch Dinge einfallen lässt, wie er seine Leute malträtieren und quälen kann, bis hin zu einem Intellektuellen oder Kirchenmann oder Schauspieler, gerne auch in dieser ganzen Bühnenszene mit den Eifersüchteleien der Menschen. Das nutzen die alles aus, nicht? Und dann kriegen sie die irgendwie. Da habe ich noch eine andere Frage. Sie definieren in Ihrem Buch, oder Sie greifen eine Definition auf, nämlich die Mauer als den eigentlichen Gründungsakt der DDR. Ein Volk findet sich dann hinein in ein neues Bewusstsein des Eingesperrtseins, ja, des pausenlosen Eingesperrtseins. Und da heißt es, ich zitiere aus Ihrem Buch, von nun an gab es zwei Arten von Westdeutschland. Das Reale, das sich fortan Tag für Tag in eine uns unbekannte Richtung verwandelte, und das Ersehnte, das im Inneren jener Ostdeutschen lebte, die niemals von ihm lassen wollten. Als ich das gelesen habe, habe ich mir dann gedacht, wie war das zum Beispiel 1974 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, als die DDR die Bundesrepublik 1-0 geschlagen hat? Mhm. Haben Sie sich da gefreut? Nein, natürlich nicht. Nicht? Nein. Nein. Ich nicht, meine Leute nicht. Gefreut haben sich die Systemnahen. Ja, die und Sie haben sich gefreut, als die Bundesrepublik dann Fußball-Weltmeister geworden ist. Aber sicher doch, ist. Das war ein Festtag für das ganze Land. Denn das ist doch nicht so gewesen, dass die DDR irgendwann mal die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich gehabt hätte. Das war in Österreich und Deutschland in der Nazizeit so. Das müssen wir beklagen, ja, aber es war so. Das heißt, das finde ich sehr interessant. Das heißt, Sie meinen, dass Sie da durchaus nicht unrepräsentativ sind. Nein, überhaupt dass nicht. Dieses Sparwassertor, dieses 1-0, das war in der DDR keine weitgehend durchgängige Freude, nein, sondern... Ach, wissen Sie, das war ach so komisch. Es gibt in diesem Buch auch eine Geschichte, da kommen zwei Geschichten. Die Westbesucher kommen zu uns. Und das war natürlich in den 70er Jahren, die Evangelien sind gerne auch ein bisschen links und so weiter und aufgeklärt, fortschrittlich. Wir wissen ja immer, wo der Zeitgeist ist und da versuchen wir auch immer zu sein. Und also wir kriegten da fast nur noch 68er Besuche und das waren ja reizende, engagierte Menschen. Von der Haltung her passten wir ja zueinander. Aber es war dann oft so, schreibe ich hier, dass sie uns den Sozialismus erklärten und wir erklärten ihnen den Westen. Ja, wirklich. Wir sind so. Ein guter Freund sagte, Mensch Jochen, ich glaube dir ja, dass es hier beschissen ist, aber du musst auch nie vergessen, ganz Afrika wartet schon auf den Sozialismus. Sprach es, stieg in seinen guten Opel ein und fuhr nach dem Westen. Und dann ein anderes Beispiel, gibt es sicher auch unter Künstlern. Ich erzähle es nur mal aus der Kirchenszene. Große Pastorenkonferenz. Unsere Partnerkirche von Mecklenburg war die Lutherische Kirche von Bayern. Und es war schön weit weg, aber wir trafen uns dann öfter auch in Berlin. Und ich habe auch oft Besuch aus Nürnberg bekommen und wir haben ziemlich gute Sachen gemacht. Und eines Tages war ein großer Austausch, West- und Ostpastoren. Und dann kam dieselbe Situation. Und einer der fortschrittlichen Pfarrer aus einer der bayerischen Großstädte sagte dann zu uns, ja, liebe Schwestern und Brüder, wir verstehen ja eure Sorgen und dieser Honecker ist ja auch nicht lustig. Und dann sagt er einen wirklich tollen Satz, aber stellt euch vor, wir haben Franz Josef Strauß. Und er behauptete, der ginge ins Freudenhaus und sei korrupt und so weiter. Also wir sollten unseren ganzen Ekel, unseren ganzen christlichen Ekel jetzt ausschütten über seinen schändlichen Diktator. Und wir Ossis guckten uns an und sagten, ich meine, wir waren auch keine Strauß-Freunde, also wenige Leute, der war eher unbeliebt bei uns im Norden und ich mochte ihn schon gar nicht. Ja? Aber ich meine, wie kann man so blöd sein und einen gewählten Repräsentanten schlimmer finden als einen Diktator?
Also es ist ja, wir fanden das wirklich als einen Verlust von Wirklichkeit. So hat Hannah Arendt die Deutschen beschrieben, als sie nach dem Krieg das erste Mal wieder unter uns war. Nicht? Verlust von Wirklichkeit. Und der kann nicht nur im Kommunismus passieren, der kann uns immer mal ereilen. Aber ich will jetzt am Ende, zum Schluss Ihrer sehr hochinteressanten und auch bewegenden Autobiografie kommen. Die letzten Sätze, da ist zunächst ein großes Foto von Ihnen und dann kommt die Erläuterung, wie es zu diesem Foto gekommen ist. Ich zitiere: Ich setze mich auf die Mauer vor dem Reichstag, hinter mir weht die schwarz-rot-goldene Fahne. Komm, sage ich zu meiner Begleiterin, nimm den Fotoapparat und fotografiere mich. Die Frau ist intelligent und aus dem Westen. Sie sagt, aber doch nicht vor dieser Fahne. Doch, sage ich, genau hier. Und dieser, das ist der Schluss des Buchs, das, da ist, für mich war da also unglaublich viel drinnen. Auf der einen Seite dieser fundamentale Unterschied zwischen Westsozialisation und Ostsozialisation. Die Westsozialisation, die eine instinktive Scheu vor der Fahne hat, vor dem Pathos hat. Die Ostsozialisation, die da ganz anders herangeht. Und dieser bekennende Patriotismus von Ihnen, der da drinnen steckt, der ja durchaus auch einen pathetischen Zug hat, den man im Westfeuilleton wiederum als naiv bezeichnen würde. Aber es ist ein bekennender, pathetischer Patriotismus, der wiederum, und damit komme ich zum Anfang unseres Gesprächs zurück, in einer geradezu idealtypischen Weise das Anforderungsprofil erfüllt, das sich stellt für das höchste Staatsamt. So jedenfalls habe ich diesen Schluss gelesen und wir werden ja sehen, also die nächsten Tage, vielleicht schon heute, werden wir mehr wissen. Herr Uehme, es ist ein wunderbares Gespräch, bedanke mich, aber ich kann das nicht unkommentiert lassen und will noch mal sagen, das habe ich nicht geschrieben, um mich als Patriot irgendwo anzumelden, sondern das Ganze kommt... Das ist schon klar. Ja, aber ich muss das noch einmal erklären. Und zwar dieses Kapitel, dies eben ist aus einer Coda, ein Epilog. Und das letzte Kapitel ist über die Freiheit und es beginnt mit einer Begegnung. Habe ich noch drei Minuten Zeit? Ja, natürlich. In dieser Begegnung besucht mich ein Universitätsprofessor von der Freien Universität Berlin, Jürgen Körner, er ist Psychologe und Psychotherapeut. Und er will mich einladen zu einem Kongress von Psychotherapeuten. Ich bin noch Bundesbeauftragter, also zweite Hälfte der 90er Jahre. Und er will wissen, so wie ich der geworden bin, der ich bin. Und es gibt ein Gespräch. Und irgendwann, Vier-Augen-Gespräch, irgendwann erzähle ich, was mich bewegt gerade. Ich sage, ich lebe in einem Land, wo ich gerne bin, aber ich kann jederzeit auch gehen. Und dann zähle ich die Grundrechte auf, die ich habe. Glaubensfreiheit, Meinungsfreiheit, Gewissensfreiheit, Freiheit der Berufswahl. Alle diese schönen Rechte, Versammlungsfreiheit. In dem Land, in dem ich lebe, gründen Menschen von sich aus Vereine, Bürgerinitiativen, Gewerkschaften, übernehmen Verantwortung selbstständig. Das Land, in dem ich lebe, erlaubt mir, meine Rechte notfalls einzuklagen. Es gibt Freiheit in der Wirtschaft, aber auch ein soziales Netzwerk. Und dieses Land hat 60 Jahre lang kein Nachbarland mehr überfallen. Es lebt mit allen Nachbarn in Frieden. Und dann, sage ich, seine Augen sprachen in einer Sprache, die er mit Worten nicht ausdrücken konnte. In Wirklichkeit lief ihm ein Schauer über den Rücken, aber das habe ich da nicht reingeschrieben, weil mir das zu intim war. Er schaut mich an und lächelt so wie ein Kind. Alles hatte er schon gewusst. Aber in meiner Spiegelung hatte ihm das, was ihm von den Fehlern und Mängeln her vertraut war, noch einmal in einer anderen, tieferen und hochemotionalen Weise neu erfasst. Und ich hatte das Gefühl, er lächelte in einer Weise, dass er jetzt glauben konnte, was er wusste. Und darin sehe ich auch im Grunde die Bedeutung meiner Kommunikation mit den Deutschen. Die meisten haben Diktatur nicht erlebt.
Und ich komme aus dem Osten Europas. Osteuropa gehört zu Europa. Und die Entfremdungen Osteuropas gehören mit zu der europäischen Kultur. Und die Liebe Osteuropas zur Freiheit gehört mit zur europäischen Kultur und nicht das Leiden an der Freiheit der Satten. Und dies in das Bewusstsein der Deutschen zu bringen, das habe ich völlig ohne Amt vor und ich tue es. Danke.